Sondersendung Coronavirus. Heute, vor genau einem Jahr, ist das passiert, was alle erwartet und auch befürchtet haben. Liechtenstein hat den ersten Corona-Fall gehabt. Seit dem 3. März 2020 ist viel passiert. Viel, was wir uns nie hätten vorstellen können. Und in dieser Stunde, wenn wir Bilanz ziehen, von dem ganz speziellen Jahr weltweit, aber natürlich auch in Liechtenstein. Zusammen mit dem Corona-Minister nenne ich ihn heute zumal, der Gesundheitsminister Mauro Pedrazzini. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Herr Pedrazzini, wann war der Moment bei Ihnen, wo der Groschen gefallen ist und Sie gesehen haben, oh oh, das wird eine ernste Geschichte? Ja, also es war schon so, es war im Februar, Ende Februar, und es war der Fasnachtssonntag. Und dort hat man den Bundesrat Berset angerufen und hat gesehen, so jetzt kommt es dann auch in die Schweiz. Oder? Und dann hat man gewusst, ja, also dann ist die Sache jetzt von Norditalien dann eben übergeschwappt. Und wenn es dann halt einmal in der Schweiz ist, dann geht es nicht lang, dann ist es auch bei uns. Also wir haben dort gewusst, wir werden einen Vorsprung haben von ein paar Wochen. Und einen Vorsprung muss man nutzen. Und ich glaube, wir haben den Vorsprung dort mal genützt und es war hier wichtig für die Bewältigung der ersten Welle. Wir haben hier ja auch gleichzeitig die Informationen oder halt später die Informationen bekommen, dass man in den Skigebieten Ansteckungen hat und haben dann auch entsprechend die Skiferienrückkehrer warnen. Und es hat dann dazu geführt, dass wir eigentlich die erste Welle dann relativ schnell bewältigt haben. Aber eben, man hat die Einschläge gehört näher gekommen, wo es Norditalien starke Ausbrüche hatte. Und man konnte es nicht können an der Grenze aufheben, es ist klar. Und dann hat man gewusst, ja, es wird zu uns auch kommen. Eben, wir waren eine Woche nach der Schweiz und ein bisschen längere Zeit nach Italien natürlich und die anderen umliegenden Länder. Sie haben es gesehen, man hat es erwartet, man wusste, dass es kommt, man hat Vorbereitungen getroffen. Ich habe nachgeschaut, am 11. Februar ist der Krisenstab zusammengerufen worden, also drei Wochen bevor wir den ersten Fall hatten. Und was für eine Rolle hat der Krisenstab gespielt oder spielt er vielleicht immer noch? Der Krisenstab war ein Instrument, das man schon das letzte Mal, wo man befürchtet hat, dass eine Pandemie kommt, ins Leben gerufen hat. Und wir haben den einfach den mit den gleichen Akteuren reaktiviert und haben natürlich der so stark Gesundheitswesen zentriert gemacht. Weil mir war ziemlich von Anfang an klar, wenn so etwas kommt, dann muss man die Werkzeuge haben. Und eines der wichtigsten Werkzeuge sind Tests. Wir müssen wissen, was wo ist und wo das Virus sich bewegt. Sonst können wir auch Massnahmen dagegen ergreifen. Und der Krisenstab hat natürlich dann die ganzen Sachen müssen zu Faden schlagen. Wie ist die Situation? Was kann man dagegen machen? Wie sind wir aufgestellt? Wie finden wir raus, wo das Virus ist? Weil dort am Anfang hat es ja noch keine Tests gegeben und oder noch ganz wenig. Oder es war eine ganz spezielle Handarbeit gewesen, so etwas zu testen. Das war noch nicht automatisiert gewesen. Und darum müssen wir uns mit diesen Sachen befassen. Und der Krisenstab hat jetzt über das ganze Jahr immer im 14-tägigen Rhythmus Takt in der grossen Zusammensetzung und einzelne Unterstäbe, zum Beispiel über den Stab Gesundheit, hat sich auch mehr getroffen oder man hat sich dann gerade auch spontan verabredet, wenn gerade spezielle Probleme gewesen sind. Aber so der Krisenstab ist dort, wo im Prinzip alles zusammengekommen ist, wo nicht nur mit Gesundheit zu tun hat, sondern auch, was in der Gemeinde läuft, was man im Bevölkerungsschutz als Unternehmen muss, Materialproblem, Logistikproblem und so weiter. Am Anfang ist das wirklich Schlag auf Schlag gegangen. 10 Tage nach dem ersten Fall ist die Pressekonferenz, wo man gesehen hat, alles zu, inklusive Schulen. Und um so jetzt klar machen, wie schnell dass sich die Situation geändert hat, ich kann mich noch gut erinnern, am Montag davor, also ein paar Tage davor, hat es eine Pressekonferenz gegeben, die ist noch nicht überdreht worden. Und dort haben sie noch gesagt, wenn wir die Schulen schliessen, dann checken wir die Kinder genau zu den älteren Leuten oder zu den Grosseltern, das wäre ja der grösste Fehler. Und 4 Tage später ist genau das eingetroffen. Also es ist wirklich wahrscheinlich eine stündliche Abwägung gewesen, von was tun wir? Ja, wir hatten dort ein exponentielles Wachstum gehabt und die Verdoppelungszeit der Fälle war halt so ein paar Tage gewesen. Man hatte nicht viel Zeit gehabt, um Sachen zu entscheiden. Man musste sich sehr, sehr schnell entscheiden. Mit den Schulschliessungen ist etwas, das extrem unbeliebt ist, weil man weiß, es bringt nur einen Haufen Probleme überall. Da schickt man den Eltern einfach Kind home und dann müssen sie schauen, was sie mit denen machen und sie sollten sie nicht zu den Grosseltern schicken. Und es ist auch keine Alternative, wenn man grosse Kinderbetreuungsangebote aufbaut, weil dann hat man genau das Gleiche, dann kann ja Kind wieder zusammen. Und man muss ja das Kind separieren. Es ist ja der Zweck von der Schulschliessung, dass das Virus nicht vor der Familie in die andere überträgt wird über Kind. Und das sind einfach Entscheidungen gewesen, wo man
nicht wollen haben. Wir haben nicht wollen, die Schule schliessen, aber wir haben gesehen, an einem bestimmten Punkt, es muss einfach sein. Wir haben das beim zweiten Welle dann nur gemacht, weil wir dann das Gefühl hatten, wir haben andere Mittel und Methoden. Aber in der ersten Welle haben wir extrem schnell geschafft und wir haben jeden Tag eine Regierungssitzung gehabt und wir haben jeden Tag müssen entscheiden, was machen wir jetzt? Und wenn wir jetzt die Chronologie anschauen, die heute so in einer Zeitung aufgelistet ist, dann sieht man, wie das Schlag auf Schlag gegangen ist. Also wir haben fast jeden Tag irgendwelche Entscheidungen müssen treffen. Und wie haben wir die getroffen? Also wie hat die Regierung, anhand von was hat man entschieden, was man tut und was man nicht tut? Also wir haben Fallzahlen natürlich angeschaut. Wir haben Fallzahlen angeschaut in der Schweiz, gerade auch speziell im Tessin. Und ich bin einfach von der These ausgegangen, dass wir bestimmte Zeit Vorsprung haben. Und es hat sich dann immer mehr erwiesen, wenn wir die Kurve übereinander gelegt haben, dass es bei uns die Entwicklung genau gleich geht wie anderswo. Einfach, dass wir ein paar Tage Vorsprung haben. Und diesen paar Tage Vorsprung haben wir einfach nutzen müssen, indem wir Massnahmen ergriffen haben zu einem Zeitpunkt, wo die Fallzahlen aus heutiger Sicht wirklich mickrig gewesen sind. Aber es war in der ersten Welle sehr erfolgreich gewesen. Die Regierung hat ab und zu, also meistens hat man gesehen, wir müssen schauen, was tut die Schweiz. Wir sind mit der Schweiz vertraglich verbunden, dadurch können wir auch sicher gehen, dass uns das Klopapier nicht ausgeht, etc. Da hat sie ganz viele Vorteile. Und trotzdem hat es Situationen gegeben, das ist vielleicht gerade die erste Frage von Werner Schädler, die passt. Warum hat es Situationen gegeben, wo wir davor entschieden haben? Er will jetzt ganz konkret die Gastronomieschliessung im November ansprechen, wo wir ja die Einzigen gewesen sind, also Einzigen abgesehen von Österreich, aber wo die Schweiz nicht nachgezogen ist, hat es jetzt da nicht vielleicht sich gelohnt, einfach mal abzuwarten. Und wenn man sieht, nein, die Schweizer tun gerne nichts, dass wir denn das nicht ohne du nicht tun? Ja, das ist eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Wir haben uns parallel zur Schweiz bewegt mit dem Argument auch, dass wenn wir jetzt Erkrankungen haben und wir wissen, wir haben bei uns keine Intensivstation im Land. Wir haben Beatmungsplätze eingerichtet im Landesspital, aber das ist ein reiner Notfallbetrieb, wenn dann nichts mehr geht. Aber reguläre Intensivstationen haben wir keine. Und wenn wir unsere Leute in die Schweiz durchschicken müssen, in die Intensivstationen, dann dürfen wir uns nicht dem Vorwurf aussetzen, wir seien weniger streng gewesen, weil sonst haben wir dann mal ein Problem. Solange wir gleich streng sind, auch wenn die Massnahmen im Detail anders sind, dann habe ich das Gefühl, dann setzen wir uns dort nicht an einer Kritik aus. Und jetzt konkret die Schliessung der Gastronomie, die wir gemacht haben. Eine haben wir gemacht, weil wir gesehen haben, wir haben ein exponentielles Wachstum. Es ist die zweite Welle da und wir müssen jetzt handeln. Österreich hat dort mal auch gehandelt. Die Länder haben unterschiedlich gehandelt. Manchmal hat man dann zuerst Sperrstunden gemacht, um 11 Uhr zumachen, also um 10 oder um 8 Uhr, je nachdem. Und in der Westschweiz ist dort auch schon gehandelt worden. Teilweise. Und wir haben einfach gesehen, also bei uns, das steigt jetzt an, wir müssen jetzt handeln. Man hat dann nachher gesehen, ja, aber in der Schweiz waren ja beide offen gewesen. Es ist ja sinnlos gewesen, was wir gemacht haben. Nachdem wir aber offen gemacht haben, wieder, ist es bei uns extrem angestiegen. Das heisst, es ist nicht sinnlos gewesen, was wir gemacht haben. Aber es ist dann natürlich nachher, sind die Leute wie ausgehungert gewesen und haben einen grossen Nachholbedarf gehabt. Und in dieser Vorweihnachtszeit hat es sehr, sehr viele Ansteckungen gegeben. Und zu Weihnachten haben wir eine Welle gehabt, die man anderswo gerne gehabt hat. Ich denke mir eben gerade, die Massnahmen zu rechtfertigen, ist ab und zu so die grösste Kunst gewesen. Das ist schon eine Frage, die jetzt hier gerade reingekommen ist. Gibt es denn mittlerweile eine Studie oder kann man sagen, welche Massnahmen nützen wie viele? Im Moment haben wir 3,6 Fälle pro Tag im Schnitt. Beizen sein zu, Fitnesscenter haben jetzt langsam dürfen aufmachen. Also kann man wirklich mittlerweile sagen, das bewirkt das? Nein, ich glaube, das kann man nicht sagen. Wir orientieren uns eher an der Art der Begegnung, an der Art der Sozialkontakt. Und für uns ist klar, dort, wo ungeschützte Sozialkontakte stattfinden, also wenn zwei Leute miteinander ohne Maske an einem Tisch hocken und essen und trinken, dort kann man sich sowohl über Tröpfchen anstecken, was hinreichend erwiesen ist überall, aber auch über Aerosol. Also dort hat man dann gerade beide Möglichkeiten. Und dort sind eben die Ansteckungen sehr häufig. Und ich habe dort mal ja gesehen, bei der Gastronomieschliessung, wenn 6 Leute am Tisch hocken und einer ist infektiös, dann kann ich fast garantieren, dass nachher 2 oder 3 auch erkranken.
Und mit den Mutationen kann man bald sagen, dann sind wahrscheinlich im Test dann fast alle dann erkrankt, die sie nicht hatten. Es sind eben gefährlichere Begegnungen, weniger gefährliche Begegnungen sind halt, wenn man in einem Einkaufszentrum mit einer Maske rumläuft und Gemüse und ein bisschen Fleisch kauft und mit den Leuten nicht zu lange Kontakt hat und auch wieder home geht. Und wir orientieren uns eher bei M. Was ganz schwer zu vermitteln war, ist so die Sache von der Gerechtigkeit. Man hat immer verglichen, wieso darf man das und es nicht. Und es ist so erstens eine juristische Sache und zweitens ist es so eine Gefühlssache, die Gerechtigkeit. Aber epidemiologisch ist sie nicht von Bedeutung. Epidemiologisch geht es nur darum, man hat so und so viel Sozialkontakt in einer bestimmten Qualität und man muss sie einfach reduzieren. Und ob man sie da reduziert oder dort reduziert, jetzt bei gleicher Qualität, spielt keine Rolle. Man muss sie jetzt zum Beispiel halbieren oder dritteln. Und wenn die Sozialkontakte von gleicher Qualität sind, dann kommt man schnell das Argument über, aber das darf man und so darf man nicht. Und da muss man halt sagen, aus epidemiologischer Sicht, es ist Wurscht, wir müssen die Gesamtzahl reduzieren, also machen wir jetzt das zu und das nicht, weil wir glauben, das kann man eher zumachen, das kann man eher kompensieren mit vielleicht Geld, wenn man das zumacht, als wenn man das andere zumacht. Also es ist, die Gerechtigkeitsdiskussion ist jetzt epidemiologisch nicht das, was im Vordergrund steht, sondern einfach Reduktion von der Sozialkontakt und vor allem Reduktion von der gefährlichen Sozialkontakt. Da haben wir gerade eine aktuelle Frage, wo es eben genau um so geht, um diese Sachen geht. Jetzt haben wir ja lockeriger seit dem Montag. Brigitte möchte gerne wissen, wie sieht es aus mit Chor singen bis zu 10 Leuten. Man weiß, singen ist ein bisschen schwierig, weil man dort eben relativ eine hohe Ansteckungsgefahr hat. Darf man das jetzt oder darf man das nicht? Also bis zu 10 Leute kann es immer kommen und sie dürfen das auch machen, aber ich würde es jetzt nicht empfehlen. Mhm. Es ist einfach, es erzeugt halt sehr viel Aerosol und ich glaube jetzt eben die Zeit, wo, bis man jetzt mal Brat durchgeimpft hat, sollte man noch abwarten können. Mit Maske oder ohne? Mit wäre besser. Also wenn man schon singt, dann natürlich mit Maske, aber halt, das kann man natürlich noch mit der leichten Maske machen. Mit einer FFP2-Maske kann man nicht singen, es behindert der Luftzug einfach zu stark. So, die Fragen ziehen an. Ich würde sagen, wir machen mit denen gerade ein bisschen weiter. Warum ist der PCR-Test in so einem wohlhabenden Land wie bei uns nicht gratis? Also wir wissen, wenn man Symptome hat und man seine Franchise noch nicht aufgebraucht hat und die kann halt zwischen 500 und 4'000 Franken sein, dann zahlt man einen Anteil, und zwar die 120 Franken knapp, zahlt man selber. Wieso? Ja, wir haben das als normale Leistung bei Krankheit immer betrachtet, weil es ist ja eine Infektion, ist eine Krankheit. Ich meine, es mag sein, dass man sie in Zukunft mal anders bewertet, aber im Moment sind wir jetzt einfach auf dieser Schiene gefahren und es ist uns schon bewusst, wenn man in der zweiten Jahreshälfte ist, dann haben viele Leute über die Franchise schon aufgebraucht und zahlen dann halt noch einen kleinen Selbstbehalt. Und in der ersten Jahreshälfte ist es halt leider gegenteilig. Und das letzte Jahr ist das Problem nicht so auftaucht, weil man die grossen Testvolumina dann eher gegen die zweite Jahreshälfte gehalten hat. Jetzt hat man halt die grossen Volumina in der ersten Jahreshälfte. Das ist sehr eine Pendenz, die wir auf dem Test haben. Aber man muss auch berücksichtigen, was man für uns dafür rüberkommt. Man zahlt etwas, aber man kann am gleichen Tag zum Test gehen. Man hat am gleichen Tag das Ergebnis, innerhalb von 12 Stunden in der Regel das Ergebnis am gleichen Tag. Und man hat in der Regel innerhalb von 24 Stunden auch die Information, ob man mit einer Mutation befallen ist. Und das sind alles sehr wertvolle Informationen, die man bei uns hat. Es kostet halt etwas. Ja. Vor allem hat man dann, wenn man das machen würde, zum einen mehr Freiwillige. Haben wir das Gefühl, dass dann vielleicht ein bisschen Tourismus stattfinden könnte, weil eben alle Grenzgänger, die nach Österreich gehen, müssen ja anhaben, wenn sie dann gleich von dort arbeiten. Ja, es wäre natürlich schon nachteilig, wenn man bei uns tagweise auf einen PCR-Test warten müsste und dann noch tagweise auf das Ergebnis warten müsste. Es wäre ungünstig. Gerade jetzt bei den ganzen Sachen mit der Ausbruchsverfolgung, die wir machen, profitieren wir halt sehr viel davon, dass man bei uns ganz schnell einen Test hat und ganz schnell ein Ergebnis. Sie haben von den Mutationen geredet. Bei uns wird ja jeder, der getestet wird, auf die Mutationen auch testen. Wir haben also quasi hundertprozentige Transparenz. Helen möchte wissen, wie sieht es denn aus mit diesen gratis Selbsttests? Die gibt es jetzt ja in Österreich, da kannst du eine Apotheke holen und selber machen. Ist es aus Grund von dem vielleicht kein Thema oder denkt man darüber noch? Ja, also der PCR-Test, auch wenn er
oft kritisiert wird von Leuten, die glauben, dass das eine herangemessene Krankheit ist. Der PCR-Test ist immer noch der Goldstandard. Er ist empfindlich und er erlaubt uns eben auch, in dieser speziellen Form, wenn er bei uns angewendet wird, Mutationen ziemlich leicht zu erkennen, ohne dass man die Probe in ein Speziallabor zum Sequenzieren einschicken muss. Der Schnelltest ist schon mal eine Runde weniger empfindlich und erlaubt das nicht. Erst wenn man beim Schnelltest positiv ist, kann man PCR hinten nachschieben und verliert dann halt eine Zeit, bis man dort das Ergebnis hat. Dann gibt es noch weitere Tests, die in der Pipeline sind, bei uns aber noch nicht im Gebrauch. Ein Nasenbohrtest, also wo man nicht so weit hinterfährt, sondern nur ein bisschen rauf. Er ist natürlich noch einmal weniger empfindlich. Und dann gibt es Speicheltests, die mit der Methode vom Schnelltest ausgewertet werden. Die sind noch weniger empfindlich. Und so verliert man halt immer Empfindlichkeit. Und je mehr Empfindlichkeit dass man verliert, desto mehr gehen um die Leute durch die Lappen, die eigentlich das Virus in sich tragen. Aber man hat es einfach noch nicht gespürt. Also das heißt, weniger genau sind sie denn? Sie sind weniger sensitiv, weniger empfindlich. Man muss also viel mehr Viren produzieren, bis die überhaupt einmal angehen. Und in einer frühen Phase von der Infektion gehen denn die halt nicht an. Was man sich aber, wo man, ich sage jetzt mal, einen neuen Weg eingeschlagen hat, ist mit den Speicheltests bei den Kindern. Das ist jetzt in dem Sinn Usus, dass man Kinder nur durch die Nase testet, sondern mit dem Speichel. Ja, es ist Usus und es kann man sich erlauben, weil der PCR-Test an sich ein recht empfindlicher Test ist und da kann man das bisschen Abstrich, wo man machen muss, ihre Empfindlichkeit, wenn man eine Speichelprobe nimmt im Vergleich zu einer Halsrachenprobe, das kann man sich erlauben da. Wie sieht es jetzt aus mit den Zahlen? Da schreibt ein Hörer, wie fühlt es sich an, wenn aus der Schweiz Informationen kommen, dass die publizierten Zahlen eigentlich zu hoch seien? Wir haben auch die WHO, die hat ja, finde ich, verschiedene Sachen, oder sage jetzt mal, Signal gesendet. Auf der einen Seite haben sie gesehen, die Pandemie vor dem 22 ist sie nicht vorbei. Andererseits haben sie gesehen, die Zahlen haben sich halbiert in den letzten 6 Wochen, besser, wie wir je prognostiziert hätten. Also, wo stehen wir denn jetzt heute? Also, haben wir das alles übertrieben gehabt, oder ist jetzt das Gute in Sicht? Ja, also, die Pandemie hat ja immer wieder Überraschungen für uns parat. Oder? Wir beherrschen die Welt nicht so, wie wir glauben. Das ist, für die Politik ist das eine schwierige Sache. Die Politik ist gewöhnt, mit Menschen Konflikte auszutragen. In der Politik wird eine Partei gegen die andere ausgespielt und dann gehen die aufeinander los und dann verhandeln sie und dann gehen sie in den Landtag, dann gibt es eine Abstimmung, am Schluss gibt es eine Volksabstimmung und dann ist die Sache entschieden und gemacht. Aber das ist, da kämpfen wir mit der Natur. Das ist etwas ganz anderes und das sind Politiker nicht gewöhnt. Und darum passieren eben so viele Fehler. Und darum passieren auch in der Kommunikation so viele Fehler, meines Erachtens. Und jetzt immer, die Zahlen sind ganz wichtig für uns. Aber die Zahlen zeigen uns nur das, was wir auch messen. Es gibt eine Dunkelziffer. Und man hat am Anfang eine sehr hohe Dunkelziffer zwangsweise gehabt, weil man schlicht und einfach zu wenig Testkapazität gehabt. Und ganz am Anfang haben wir ja sagen müssen, nur Leute mit Symptomen dürfen getestet werden. Weil für die anderen haben wir schlicht und einfach kein Material. Erst mit der Zeit haben wir dann die Möglichkeiten gehabt. Und am Anfang hat es geheißen, die Dunkelziffer sei 10 Mal so gross wie das, was man misst. Mittlerweile geht man davon aus, dass die Dunkelziffer ein bisschen kleiner ist, aber sie ist immer noch da. Also noch einmal, wir messen und wir müssen anhand von diesen Messungen unsere Entscheidungen treffen und immer auch berücksichtigen, welche Fehler in diesen Messungen drin liegen. Und die Fehler sind halt statistischer Natur. Es gibt viele Leute, die haben fast keine Symptome, machen die Krankheit durch, gehen sie auch nicht weiter und wir spüren das nie. Und es gibt ganz wenige Erkrankte, die Superspreader sind, die extrem viele andere Leute anstecken. Und die Kunst wäre eben, die zu finden und nur die zu isolieren. Das wäre der Wunsch. Aber wir haben bisher noch keine Möglichkeiten gefunden, das genauso zu machen. Sie haben jetzt gerade gesehen, die Pandemie hat uns überrollt, sie hat uns überrascht und es sind Fehler passiert. Wenn wir das jetzt auf Liechtenstein nachbrechen, sind auch bei uns Fehler passiert? Ja, wir werden wahrscheinlich ein paar Sachen anders machen, als wir es gemacht haben, wenn wir gewusst hätten, was alles kommt. Ich würde sagen, also eine Sache, die ich jetzt nur so machen würde, ich habe das schon mehrmals gesagt, ist, in der ersten Welle haben wir die Läden auch zugemacht, außerhalb des täglichen Bedarfs, das würde ich nur machen. Aber auf der anderen Seite sind wir auch im Oktober zu Liederlich gewesen.
Dort muss man sagen, wir sind die guten Zahlen über den Sommer haben uns dazu verleitet, dass wir doch sehr nachlässig geworden sind. Also nicht nur die Massnahmen, sondern auch die Leute selber. Und jetzt wissen wir, Anfang Oktober ist so der Grundstein gelegt worden, nicht nur bei uns, sondern in anderen Ländern auch, für die zweite Welle. Die hat sich dann langsam, angezogen. Und ich muss noch mal schnell auf eine Frage kommen, die vorher gestellt worden ist. Wie wirksam sind einzelne Massnahmen? Das ist eben darum so schwer zu sagen, weil die Massnahmen immer in Kombination mit dem persönlichen Verhalten der Leute gesehen werden müssen. Wenn man sieht, es sind 10 Leute erlaubt, dann heisst es nicht, dass man 10 Leute immer bei sich daheim haben muss. Sondern wenn jemand halt einmal 10 Leute einlädt für einen Geburtstag, ist okay. Aber nicht, wenn man sexy hat, dass man sieht, welche 4 lade jetzt noch dazu ein. Oder? Aber wenn man immer alles ausreizt und sich an nichts haltet, was in gewissen Ländern auch sichtbar ist, dann sind die Massnahmen mit wenig Wirkung verbunden. Also es braucht immer Bets, es braucht Massnahmen selbst, denn die Leute, die sich auch daran halten, man kann nicht alles kontrollieren. Und auch das Bewusstsein in den Leuten, dass sie sich überall so benennen, dass sie sich nicht anstecken können. Sie haben vorher gesagt, am Anfang hat man gerne nicht so viele Tests gehabt. Man musste höflich umgehen mit ihnen und sie bewusst einsetzen. Das Gleiche war ungefähr auch mit den Masken. Böse Zungen sagen ja, am Anfang hat man gesagt, Masken nützen nichts, weil man keine hatte. Und jetzt, wo man welche hat, sagt man mal, bitte legen Sie ab. Bei uns ist es ja seit dem Oktober, dass Masken quasi Alltag bei uns dazugehört. Aber hat das einen Grund gehabt? Also hat man dort am Anfang im Frühjahr nicht auf Masken gesetzt, weil man einfach schlicht und weg keine hatte? Ja, es hat ja eben eine Diskussion, eine Polemik gegeben um das Zeug. Eben, man hat Masken nicht empfohlen, weil man keine hatte und hat Leute angelogen. Oder? Und das ist eben bei uns, also ich kann es mal von mir reden, bei uns sicher nicht so gewesen. Ich habe das extra noch einmal nachgeschaut, was ich dort zumal im April gesehen habe. Wir haben am 8. April, wenn ich mich recht erinnere, einen Sonderlandtag gehabt. Und das ist ja ziemlich schnell nach der ersten Welle gewesen. Und dort habe ich gesehen, gegen den allgemeinen Einsatz von Masken spricht auch, dass sie schlicht nicht erhältlich sind. Wir haben schlicht zu wenig für die gesamte Bevölkerung. Wir haben aber immer genug Masken gehabt und auch genug gute Masken für das Gesundheitswesen, für die Alterspflege. Dort haben wir sehr schnell Masken eingesetzt und haben sie einfach dort her konzentriert, die wir hatten. Aber wir hätten schlicht nicht genug Masken gehabt, um die gesamte Bevölkerung zu versorgen, so wie das jetzt der Fall ist. Und ich habe dort mal auch gesehen, eben, das spricht gegen den allgemeinen Einsatz von Masken. Was noch dagegen gesprochen hat, ist, dass sie halt dort teilweise eine falsche Sicherheit vermittelt haben und die Leute sich halt erstens Masken falsch gedreht haben und dann sich benommen hätten, wie wenn sie brutal geschützt wären. Und das ist ja nicht unbedingt schlau. Und das ist bei uns, glaube ich, also wenn ich nochmals lese, was ich dort mal gesehen habe, muss ich sagen, kann zu jedem Wort noch dazu stehen. Wir haben jetzt sehr transparent informiert. Und wo wir sie dann hatten, und ich habe dort mal später noch gesehen, in der zweiten Welle werden wir mehr mit Masken arbeiten. Und wir haben dann auch, wo die zweite Welle gekommen ist, haben wir dann vermehrt mit diesen Masken gearbeitet. Sie ist trotzdem gekommen, muss man sagen, aber es hat sicher einige Ansteckungen auch verhindert. Ich muss auch sagen, also ich habe in einem Radiointerview nie gesehen, dass die Maske nichts nützt. Ich kann mich, glaube ich, sogar erinnern, dass ich gesehen habe, es ist alles besser als nichts. Also wenn wir noch diskutiert haben, nützen die Stoffmasken etwas, soll man die... ja, die Frage ist jetzt einfach, oder? Eben, Sie haben jetzt gesehen, die Welle ist trotzdem gekommen, obwohl wir die Maskenpflicht haben. Also für alle die, die eh finden, die Masken sind lächerlich, ist natürlich das eine Steilvorlage, zum sagen, für was haben wir die Dinge denn auch, oder? Ich muss sagen, es wäre halt schlimmer gekommen, wenn wir es nicht tun hätten, ist halt auch schwierig, oder? Es ist schwierig, aber... Ja, wir haben ja die Übertragungswege sind ja Tröpfcheninfektion, Schmierinfektion, also über die Hände oder über Oberflächen und Aerosol. Jetzt, Masken sind sehr nützlich bei der Tröpfcheninfektion, weil sie einfach den Spoder zurückheben, deutsch gesagt, wenn man schwätzt. Und wenn man hat jetzt viel mit einer Plexiglaswand geschafft. Und wer einmal längere Zeit mit jemandem geredet hat, durch eine Plexiglaswand durch, wo man noch keine Maske so allgemein braucht hat, und nachher die Wand angeschaut hat, nach einer halben Stunde, er ist verschrocken, wie verspodert, dass er so eine Wand ist. Also wie viele Tröpfchen, dass man dann doch vor sich gibt, wenn man schwätzt miteinander. Und eine Maske kann das wirklich gut zurückheben. Bei der Aerosol wird es schon ein bisschen schwieriger. Da braucht man dann eben die FFP2-Maske, aber in dem Moment dann ganz gut sitzen. Es ist dort ganz wichtig. Und bei der Schmierinfektion, dort hilft natürlich Händewaschen und Desinfizieren. Und so ist es schon so, an sehr ein starker Ansteckungsweg wird eben über die
Gesichtsmaske, über die einfache chirurgische Maske, eben schon unterdrückt. Und man sieht jetzt so bei der Grippe, wir haben dieses Jahr einfach keine Grippe. Wir haben keine Grippewelle. Das ist genau das Gleiche, was in der Südhalbkugel letztes Jahr passiert ist. Und wir haben keine Grippe, weil man sich eben nicht so ansteckt. Grippe ist eher Tröpfcheninfektion als Aerosol. Und das ist eben das Blöde an dem SARS-CoV-2-Virus, dass der wesentlich stärker als eine Grippe über Aerosol überträgt wird. Wenn man Kranken dann ein bisschen sortiert, dann sieht man so Masern und Windpocken, die werden sehr stark über Aerosol überträgt. So schlimm ist es mit dem nicht. Aber das ist irgendwo zwischen einer Grippe und Masern und Windpocken mitten drin. Aber auf jeden Fall hat es noch einen zusätzlichen Ansteckungsweg als Grippe. Und dort hilft dann halt eben das Lüften, der Abstand und halt eben verdossen sich treffen und nicht in Räume. Wir kommen zum Thema Impfen. Die Fragen überschlagen sich schon langsam wieder. Fangen wir mal hier an. Bilanz. Man hat sich entschieden, wir dann den Impfstoff über die Schweiz beziehen, nicht selber. Und da hat es Kritik gegeben, wäre es nicht gescheiter gewesen, wären wir nicht schneller gewesen. Was ist Ihre Antwort? Ja, die Frage stelle ich mir natürlich auch dauernd, oder? Aber wenn man sich überlegt, ja, wie hätten wir denn können anders gehen können? Also, wir hätten können über die EU gehen, wäre auch nicht anders gewesen. Aber die EU hat genau das gleiche Problem wie die Schweiz. Alle in Europa haben das gleiche Problem. Sie hätten gerne mehr Impfstoff und niemand hat den übrigen. Und selber besorgen, ja, wenn jetzt wir bei Pfizer einfach angerufen hätten und gesagt, ja, wir sind ein kleines Land, wir hätten auch noch gerne ein paar Kästchen. Ich glaube nicht, ob wir überhaupt eine Antwort bekommen hätten. Also man muss immer eingebunden sein in einem Verbund. Und das Zweite ist natürlich, der Impfstoff, der hat man gewusst, der ist logistisch schwierig. Also man muss nicht nur der bei sehr tiefen Temperaturen lagern, man muss ihn auch transportieren können bei diesen Temperaturen. Und da ist halt eben schon gut, wenn man einen grösseren Partner hat, der halt die entsprechende Kapazität auch hat. Und zudem, man muss ja auch Spritzen haben und das ganze Material drumherum, wo halt auch total ausverkauft ist und rar ist. Oder? Und wenn man da in einer Beschaffungskette eingebunden ist, ist es besser. Also, wir hätten die Wahl gehabt, vielleicht, wenn man es so anschaut, schweizerische Einbindung oder europäische Einbindung. Und im Gesundheitswesen sind wir mit der Schweiz halt sehr, sehr eng, arbeiten sehr gut mit dem Bundesamt für Gesundheit seit vielen Jahren. Also ist für uns der Fall klar gewesen. Aber es gibt ja schon Länder, die wirklich außenstehen. Also Israel hört man immer wieder, jetzt, wenn man so jetzt auf den afrikanischen Kontinent ist, Marokko ganz vorne. Irgendeinen Grund muss es ja haben, warum das die schneller sind. Ist es ein Geschäft? Man hat ja mal aus dem Munkel gehört, Israelis haben noch mehr zahlt pro Impfstoff wie vielleicht andere. Geht es ums Geld? Um was geht es? Also es heisst, Israelis haben mehr gezahlt als andere, aber sie haben nach meiner Information jetzt auch nicht so viel mehr gezahlt, als wir jetzt zahlen werden. Aber sie haben vor allem ein gutes Angebot machen können mit Daten. Wir haben ja bei uns, muss ich sagen, also die Woche, am Wochenende von einem deutschen Politiker etwas gelesen, hat gesagt, wir haben sämtliche bürgerliche Rechte eingeschränkt bei dieser Corona-Krise, außer der Datenschutz. Dort haben wir uns nicht dran getraut. Und Israel ist ein Land, wo extrem durchautomatisiert ist im Gesundheitswesen. Die haben noch ganz wenig Krankenkassen und Gesundheitsdaten liegen in einer sehr guten Form digital vor. Und die haben natürlich das Angebot machen können, der Firma Pfizer, dass sie sehr viel Rückmeldungen und Informationen über die geimpften Leute bekommen. Und das sieht man jetzt. Fast jeden Tag erscheint eine Studie, wo israelische Daten ausgewertet werden. Und die Studien sind unendlich wertvoll für die Wirkung von dem Impfstoff einschätzen, die Nebenwirkungen auch einschätzen, aber auch zum Fragen klären, wie ist jemand, der geimpft ist, kann der Krankheit auch weitergehen? Oder wie wirksam ist der Impfstoff? Und das sind nicht Studien, die sie mit 30.000, 40.000 Leuten machen über die Zulassung, sondern da reden wir von einer halben Million und mehr, die da in der Studie drin sind. Also das hat der Firma Pfizer natürlich sehr viel gebraucht und darum hat es jetzt das ideale Testgelände Israel genommen und es ist einfach Geben und Nehmen gewesen. Wir mit unseren 40.000 Leuten wären halt gerade nicht so gross gewesen wie die Testgruppe, die man hatte bei der Zulassungsstudie. Also wir wären da auch nicht interessant gewesen. Was ist denn der aktuelle Stand? Es hat ganz viele Befürchtungen gegeben von Nebenwirkungen, von Langzeitschäden. Nützt sie überhaupt? Schützt sie die anderen? Etc. etc. pp. Was ist der aktuelle Stand, wenn wir jetzt die zwei Impfstoffe anschauen, die bei uns verimpft werden? Also wir nennen ja die sogenannten mRNA-Impfstoffe. Die haben sich in den
in der Zulassungsstudie auszeichnet durch sehr hohe Wirksamkeit. Und eben weitere Studien, die jetzt erschienen sind, unter anderem Israel, sagen eine Wirksamkeit von deutlich über 90%, dass man nicht erkrankt. Und das ist ein sehr hoher Stand. Also man hätte am Anfang nicht geglaubt, dass man Impfstoffe findet mit so hoher Wirksamkeit. Dann sagen jetzt immer mehr Studien, dass Leute, die geimpft sind, ohne den anderen anstecken können. Das ist auch ein sehr erfreuliches Resultat. Und ja, das sind, glaube ich, so die Hauptergebnisse im Moment, die man hat. Also es nützt etwas und es nützt sogar gegen die Verbreitung des Virus. Das ist ein ideales und, muss man sagen, ein maximales Ergebnis, das man erwarten kann von einem Impfstoff. Die Frage ist gerade, kann ich aussuchen, welcher Impfstoff das ich möchte bei uns? Bei uns kann man es nicht aussuchen, aber wir haben im Moment noch zwei, die eigentlich gleich sind. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, dass man sie unterschiedlich lagern muss, bis minus 20 und bei der anderen bei minus 80 Grad. Aber sonst, sie basieren auf der gleichen Technologie, nämlich der mRNA-Technologie. Es gibt in Europa andere Impfstoffe noch, der von AstraZeneca zum Beispiel, der ist auf einer anderen Technologie und der ist im Moment im Deutschen in der Diskussion. Er ist so, ja, ist schwierig. Er ist noch zugelassen für Leute, die nicht älter sind als 64 oder 65. Das heisst, er muss verimpft werden, der jüngeren Leute. Und jetzt kommt das Problem von den Nebenwirkungen. Wir stellen fest, dass ältere Leute relativ wenig Beschwerden haben. Man vermutet, dass das Immunsystem dort halt auch nur so aggressiv ist und das besser toleriert. Und bei jüngeren Leuten ist es häufiger, dass die halt einen Tag lang so ein bisschen grippale Symptome haben. Es gibt auch einige, die heftigere grippale Symptome haben, aber in der Regel, bei den meisten ist es noch ein Tag vorbei. Also die machen die Krankheit wie ein bisschen durch. Aber sie erkranken natürlich nicht schwer. Das ist ja wichtig. Wir haben jetzt noch keine Statistik, wie viel Prozent das es verwischt, aber bei der Zweitimpfung muss man halt schon damit rechnen, dass man halt am nächsten Tag vielleicht ein bisschen weniger leistungsfähig ist und man sollte sich dann am Tag nach der Zweitimpfung nicht gerade allzu viel vornehmen. Also da sollte man jetzt nicht gerade den wichtigsten Vorstellungstermin von seinem Leben haben, am Tag nach der Zweitimpfung. Wie sind wir auf Kurs, fragt der Markus, was die Impfungen angeht. Ja, langsam sind wir. Langsam ist es elend, oder? Wir wären gerne viel schneller, weil jetzt, wo man weiß, wie wirksam dass die Impfstoffe sind, oder sehe ich mal, wie wertvoll dass so eine Impfung ist. Und wir halt die ganze Welt, jetzt außer Israel, leiden wir darunter, dass wir zu wenig haben. Aber ich muss dafür sagen, tröstlicherweise, wir haben bei uns halt einfach jetzt die sehr hochwirksamen Impfstoffe, die wir verimpfen. Und das ist gut. Wir haben eine Rücklaufquote. Wir schreiben ja die älteren Generationen, die jetzt zur Impfung aufgerufen werden, mit einem Brief an. Und wir haben jetzt dort eine Rücklaufquote mittlerweile von 70%. Also 70% von denen, die angeschrieben werden, machen noch tatsächlich einen Impftermin ab. Auch wenn noch nicht alle Impftermine jetzt abgearbeitet sind. Wir haben im Moment eine Pipeline von über 3'000, die wir offen haben, aber noch nicht geimpft haben. Und je nachdem, wenn der Impfstoff weitere Impfstofflieferungen kommt, geben wir dann weitere Termin frei und laden weitere Jahrgänge ein. Also, wir sind auf Kurs, wir sind etwa dort, wo ich auch etwa vermutet habe, schon im November, Dezember. Und es ist eben auch das eingetreten, was ich im Dezember auch öffentlich gesehen habe im Landtag. Ich habe auch gesehen, wir haben die Krise, das Charakteristikum von dieser Krise ist, dass kein Liefertermin hebt. Es ist überall so gewesen. Bei der Maske, beim Desinfektionsmittel, beim Schutzmaterial. Überall hat man Lieferversprechungen gehabt und alles hat sich verzögert. Ich habe dort mal gesehen. Und es würde mich wundern, wenn es mit dem Impfstoff anders wäre. Und es ist genauso gekommen. Wir kämpfen uns von Woche zu Woche für mit den Liefermengen, die uns dann zugesichert werden. Aber eben, leider haben wir alle das gleiche Problem hier in Europa. Wir haben aber eine ganz klare Reihenfolge aufgestellt, dass es zuerst nach dem Alter geht und nicht nach der Art und Weise, wie fest dass man Risikopatient ist. Wie tut man denn, nachher nehme ich an, wird man dann sagen, okay, jetzt kommt ein Risikopatient, auch wenn du erst 50 bist oder auch 30 bist, ja wurscht wie alt, muss man das beweisen? Also wo fängt man dort an, zum schauen, wer ist jetzt wirklich an? Weil da haben wir ja überall in anderen Ländern gesehen, da drängen sich dann gerne noch ein paar Leute vor.
Ja, es ist so, wir haben jetzt zuerst einmal das Altersheim geimpft, weil dort einfach das Risiko am grössten war. Und egal wie alt die Leute im Altersheim sind, es gibt ja manchmal in diesen Heimen Leute, die nicht 70 sind, oder? Also die jünger sind, aber aus anderen Gründen pflegebedürftig sind. Aber dort ist einfach die Gefahr am grössten gewesen, das haben wir gesehen, Ende letzten Jahr, Anfang des Jahres. Darum haben wir dort den wenigen Impfstoff, den wir hatten, haben wir dort verwendet und im Gesundheitswesen. Weil das Gesundheitswesen, das hat man auch gesehen, vor allem in Norditalien auch, es war ein Ansteckungsherd. Es haben sich viele Leute in den Spitälern angesteckt, dort unten, über das Personal auch, oder über andere Erkrankte. Und darum war es uns wichtig, das Gesundheitspersonal zu impfen und die Pflegeheime und natürlich alle, die dort arbeiten. Und dann eben stegeligweise an, von den Älteren bis zu den Jüngeren, und zwar bis an zu einem Alter von 70. Und mit dem haben wir schon relativ viele Risikopatienten dann verwischt. Weil viele von den Erkrankten, die als Risikokrankheiten gelten, die tauchen bei Leuten auf, die über 70 sind. Also haben wir dort schon mal einen grossen Teil von denen mit Risikoerkrankungen verwischt. Und jetzt werden wir so gegen den Ende März ein Online-Tool aufschalten. Es wird also nur eingeladen mit einem Brief, den man überkommt, sondern man muss sich im Internet anmelden. Und bei einer Anmeldung muss man angeben, ob man zur Risikogruppe gehört. Und dann hat es dort eine Liste von Krankheiten, die dazugehören. Und die, dann muss man sagen, ja, ich gehöre zur Risikogruppe, und dann wird man dann von dem Terminvergabetool bevorzugt. Wenn man aber im Impfzentrum erscheint, muss man einen Test vom Doktor mitbringen. Dort steht nicht drauf, was man hat. Dort steht noch drauf, man gehört zur Risikogruppe, und es langt dann. Wenn man keinen Test hat, dann wird man wieder heimgeschickt. Weil eben das andere ist ja nachteilig, das kreuzen die Leute das einfach an, und dann nachher gibt es eine Maulerei. Und so geben wir denen, dann, sobald die 70-Jährigen einmal ihre Termine haben, geben wir dann allen Terminen, die zu diesen Risikogruppen gehören. Aber noch einmal steht zum Beispiel dort eine Herzerkrankung. Aber nachher gibt es eine ganz abschliessende Liste, welche Herzkrankheiten denn in die Risikogruppe einbringen. Und nicht jede Herzerkrankung ist automatisch eine, die zur Risikogruppe bringt. Also das ist eine klare Liste von Krankheiten. Und das ist einfach, die Liste ist entstanden einfach daraus, aus den Beobachtungen, bei welchen Erkrankungen Leute ganz besonders schwere Verläufe mitmachen. Wenn dann das Online-Portal aufgeschaltet ist, kann ich mich dort auch schon registrieren. Und dann, wenn ich dann dran bin, komme ich dann eine Nachricht über. Okay, Daniel, jetzt hast du dort einen Termin. Ja, funktioniert dort so. Es gibt eine Warteliste, die einfach geführt wird. Und wer sich zuerst anmeldet, ist schneller dran. Und sobald man dann jedes Mal, wenn man Impfstoffe überkommt, dann rechnen wir aus, wie viele Impftermine gibt das. Dann geben wir einfach eine bestimmte Anzahl Impftermine frei. Und dann geht das Tool her und befüllt die Impftermine halt mit den Leuten, die sie in schöner Reihenfolge, wie sie sich angemeldet haben. Aber immer die mit den Risikokrankheiten werden zuerst behandelt. Es ist eine Frage hier, die ich aber noch spannend finde. Jetzt gibt es ja mittlerweile Leute, die zwei Impfungen hatten. Es wären immer mehr. Haben die andere Recht? Also kann ich als Senior jetzt sagen, okay, Maske weg im Einkaufen, ich bin geimpft? Nein, da haben wir noch keine Unterscheidung gemacht zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften. Und diese Unterscheidung ist wahrscheinlich sehr schwer zu rechtfertigen, solange man nicht jedem Gelegenheit gegeben hat, sich impfen zu lassen. Es gilt eine Maskenpflicht beim Einkaufen, und die gilt, ob man geimpft ist oder nicht. Und die Maskenpflicht wird dann halt irgendwann einmal aufgehoben und hat wahrscheinlich dann, wenn man sieht, ja, jetzt hat jeder Gelegenheit gehabt, sich impfen zu lassen, und wer jetzt halt ohne Maske auf den Weg geht, Gottes Name, ist dann halt selber schuld. Und man redet jetzt ja viel von diesen Privilegien, ob man jetzt noch einen also Geimpften in den Bein ziehen darf oder so. Also diese Sachen, die wollen wir natürlich nicht so einführen, bevor nicht jeder Gelegenheit gehabt hat, beziehungsweise viele Sachen liegen auch nicht in unserer Hand. Wenn eine Fluggesellschaft sagt, du kommst noch mit, wenn du geimpft bist, dann ist das halt so, dann können wir da auch nichts machen. Meine Vermutung ist, man wird immer mehr testen müssen für alle möglichen Sachen, und dann ersetzt halt die Impfung irgendwann einmal den Test. Und dann wird einem das Testen zu blöd. Und wenn man geimpft ist, dann kann man sich dann den Aufwand mit dem Testen aussperren. Befürchtung ist gerade vom Hannes, und es sind natürlich auch viel mehr, oder, dass irgendwie der Impfzwang durch die Hintertür kommt. Sie haben gesehen, viele Sachen kann man nicht beeinflussen. Fluggesellschaft haben wir keine, aber wir haben Restaurants. In Österreich haben wir jetzt gerade gestern gehört, 15. März, weil man oft im Vorarlberg innen und draußen mit Test kommst du rein, ohne Test kommst du jetzt nicht hin. Und wer weiß, ob es mit den Impfungen gleich wird.
Das kann so sein, weil ein Restaurant ist in der Regel ein Haus, das jemand betreibt und der Wirt hat das Recht, zu sagen, so ist es oder so ist es nicht. Oder? Etwas anderes wäre, wenn wir Gesetze machen hätten, die in die Richtung gängten. Sie hat es im Moment nicht, aber mein Gott, man kann sich immer überraschen lassen. Aber eben, in sie hat es nicht einfach noch, dass entweder geimpft, nur geimpft kann ich irgendwo hin, sondern es wird eher so sein, entweder ich bist geimpft oder musst noch von diesen lästigen Tests über dir gehen lassen. Und irgendwann siehst du dann halt, es ist nur eine Art wie ein Impfzwang. Es ist mir zu blöd, den Test rein die ganze Zeit, jetzt lass mich halt impfen. Die grosse Frage, und die ist schon mehrmals gestellt worden, wann geht es zurück zur Normalität? Anna sagt auch, wenn dann eben der Grossteil geimpft ist, und es ist ja immer um die Risikogruppe gegangen, die kann ja auch zuerst dran bei den Impfungen, gibt es ja eigentlich keinen Grund mehr, zu sagen, ihr müsst das ganze Leben, also das ganze Leben von euch muss sich weiterhin einschränken. Ja, also ich sehe die Normalität spätestens dann, wenn alle Gelegenheit haben, sich impfen zu lassen. Weil dann wird der andere Teil der Bevölkerung sagen, also wir nehmen zu viel keine Rücksicht mehr. Wenn er erkranken ist, ist es dann auch ihres Bier, oder? Aber wer sich impfen lassen hat, ist dann halt eben geschützt. Sofern uns nicht Mutationen, wo die Impfung nur wirkt, einen Strich der Training machen. Oder? Das, von diesen Überraschungen ist mir nie sicher. Aber nach meinen Berechnungen und nach den Impfstoffmengen, die die Schweiz überkommt und wir natürlich unseren Teil davon überkommen, sollten wir Ende Juli, Anfang August so weit sein, dass wir den impffähigen, den impfwilligen Teil der Bevölkerung, den ich jetzt einfach mal mit 70% veranschlage, dass wir ihnen allen die Impfung schon gegeben haben. Und dann, glaube ich, also spätestens dann, muss man sagen, sofern jetzt nicht Mutationen auftauchen, wo uns ein Strichtertraining machen, dann kann man keine Massnahmen mehr rechtfertigen. Glauben Sie, dass 70% sie werden unter dem Strich? Also, weil jetzt sind ja die Eltern und die Risikopatienten dran, dort sind sie etwa 70%. Haben Sie nicht das Gefühl, dass die Zahl abnehmen wird, je jünger die Leute werden? Es kann sein. Es ist durchaus möglich, aber ich höre jetzt aus meinem Umfeld schon eher Leute, die sich lieber impfen lassen wollen, damit sie das Theater nicht haben. Teilweise ist es aus Krankheitsgründen, also sie wollen Krankheit einfach nicht überkommen. Aber teilweise ist es so, ja, dann kann man wieder reisen, dann ist man freier, dann kann man sich besser bewegen wieder auf der Welt. Kommt man sich denn gerne darüber, wenn man geimpft ist? Also die Wirksamkeit von einer Impfung misst man auf verschiedenen Parametern. Also ob man überhaupt eine Erkrankung überkommt, also ob das Virus sich im Mensch replizieren kann, also vermehren kann. Und dort ist der Schutz von der Impfung über 90%. Und dann eben, wenn man eine Erkrankung überkommt, ob man sie schwer durchmacht. Weil wenn man eine Erkrankung überkommt und die Impfung hilft einem, dass es nur sich anfühlt wie eine mittelmäßige Grippe, dann ist ja auch schon viel geholfen. Und dort gegen das ist die Impfung wirklich hochwirksam. Der Ton hat sich sehr verschärft. Wir merken so heute wieder bei den Fragen von den Leuten, die ich kann. Ich habe wie immer nicht können alle beantworten. Es tut mir leid, unsere Zeit rennt langsam davon. Aber es gibt aber faktisch Leute, die unter dieser Situation leiden. Sei es vom Gemüt her, sei es von der Psyche, sei es aber auch finanziell. Und da ist eine ganz konkrete Frage, die möchte ich natürlich gerne weitergeben, weil sie halt ein bisschen in die Richtung geht. Tun denn die Regierungsleute auf 20% von ihrem Lohn verzichten? Weil es gibt effektiv bei uns im Land Leute, die seit einem Jahr nur 80% von ihren Finanzen zur Verfügung haben. Ja, also der Lohn der Regierung hat sich nicht verändert in der Corona-Krise. Die Arbeit hat sich verdoppelt. Es ist leider so. Aber ich habe Verständnis dafür, mit 80% auskommen müssen über eine längere Zeit, ist keine angenehme Sache. Wir haben halt das Instrument von der Kurzarbeit, wo einfach entsprechend auch so gemacht ist, dass man nicht den Lohn komplett verliert, sondern dass man halt eben doch noch 80% überkommt. Oder? Man muss halt sagen, trotzdem, dass die Situation so schlecht ist, kommt man immer noch 80% über. Und was Kurzarbeit eben auch der grosse Vorteil hat, wir haben keine Entlassungswelle. Weil wenn jemand kündigt, dann wenn der Arbeitgeber kündigt, dann kommt er auch keine Kurzarbeitsentschädigung mehr über. Und das ist uns das Wichtigste. Und wir haben keinen Anstieg für Arbeitslosigkeit, trotz dieser sehr belastenden Situationen für viele Betriebe. Und in dem Sinne hat das Instrument für Kurzarbeit seinen Zweck ja schon gut erfüllt. Auch wenn es eben in Einzelfällen zu Härten führen kann, jetzt gerade, wo über längere Zeit gehen, wo jetzt einfach nicht wirklich gut sind. Ja.
Wenn alles nach Plan läuft, Herr Pedrezini, wir haben gestern können, lesen, dass die VU und die FBP langsam in die Zielgerade kommen, dann haben Sie ja Ihren letzten Arbeitstag in, sagen Sie mal, 2-3 Wochen. Ja, der Plan, der ursprüngliche Plan, ist schon gewesen, also lang vor der Wahl gewesen, dass man die Landtagseröffnung am 25. März hat. Oder? Und das sind nur viele Tage, jetzt ist ja schon der dritte. Und ja, das wäre so, dass ich dann nachher meinen Stuhl rum und ja, mir eine Nachfolge dann mein Büro übergebe. Ja. Das Gesundheitsministerium war ja in der Vergangenheit schon nicht so das Beliebteste, würde ich sagen. Also haben Sie das Gefühl, es wird eine harte Aufgabe für Ihren Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin? Ja, wenn man es jetzt einmal von Corona absieht, dann glaube ich, habe ich schon einige Sachen aus dem Weg geräumt, die das Ministerium zeitweise sehr unattraktiv gemacht haben. Also gerade die Spitalfrage war etwas, das ja die Leute sehr bewegt hat und auch die ganzen Gesundheitskosten-Dinger, wo wir da einige Verbesserungen hergebracht haben. Aber auch mit einem harten Kampf. Das Eisen, das ich übernommen habe, ist nie mehr so heiß wie dort, wo ich es übernommen habe. Aber das Gesundheitswesen ist natürlich zuerst einmal jetzt Corona, ist jetzt noch nicht vorbei. Da hat man noch einiges zu tun in diesem Bereich. Und da hat es halt immer wieder Aufreger drin. Und es ist ja nicht nur das Gesundheitswesen, es ist auch das Sozialwesen, die AHV, so noch ein paar Aufgaben. Also es ist sehr ein Ministerium, das seine Schwierigkeiten hat. Sie sind nie mehr so schlimm wie vor 8 Jahren. Aber jedes andere Ministerium hat auch sein Rucksäckli. Also. Aber Sie haben ja schon vor Corona bekannt gegeben, dass Sie nur kandidieren würden. Sie haben sich wahrscheinlich das letzte Jahr auch ein bisschen relaxter vorgestellt, wie es dann schlussendlich kam. Gibt es so ein trennendes Auge oder sagen Sie, jetzt bin ich froh, habe ich das hinter mir denn auch? Ja, das letzte Jahr war natürlich schon kein normales Jahr für neben der Regierung. Also nicht nur für den Gesundheitsminister, es war für die anderen genau gleich ein Ausnahmejahr gewesen. Man hat viele Sachen einfach nur machen können. Man hat sich nicht können mit anderen Leuten treffen. Und die Politik lebt ja viel davon, dass man persönlichen Kontakt hat. Und es ist ja auch wertvoll, wenn man im Ausland Leute kennt. Das ist der lange der Telefon nicht. Da muss man miteinander zusammenhocken, essen und trinken, muss ein bisschen lustig haben. Und dann nachher, so entstanden eben auch die Beziehungen, die dann auch wertvoll sind in einer Krise. Und alle die Beziehungen hat man nicht pflegen können, in der Art, wie man es gewöhnt ist. Und sagen wir, das letzte Jahr werde ich sicher nicht vermissen in der Art, wie es schaffen war. Das ist jetzt im Prinzip ist es ein Jahr mit 7 Tagen, wo ich arbeite. Also Wochenende ist einfach über viele Monate, bis zur Ausnahme im Sommer, hat es einfach nicht gegeben. Und es ist eine Zeit, die ich in dem Sinne sicher nicht so vermisse. Aber die Zeit davor, wo man noch einigermaßen normaler geschafft hat und eben sich um Sachen kümmern hat können, die nicht noch all ein Thema ist, eine werde ich wahrscheinlich schon ein bisschen vermissen. Das war der Gesundheitsminister Mauro Pedrazzini zum heutigen Jahr Corona in Liechtenstein. Jubiläum will ich es nicht nennen, aber mir fällt jetzt gar kein anderes Wort. Dankeschön, dass Sie da sind. Vielleicht, wer weiß, das letzte Mal in dieser Funktion, in dieser Situation. Vielen Dank. Okay, danke allen. Radio Liechtenstein.